Willkommen zurück und die erste Frau spreche ich direkt. Ich habe keine Ahnung, was Team Terra will, aber ich finde unseren Boss total toll. Daher bin ich beigetreten. Oh yeah. Gruppenzwang. Egal. Hauptsache mitmachen. Ja. Ich finde aber das Outfit von diesen Frauen finde ich da nicht so attraktiv wie bei den anderen Teams bei Dingens. Und dieses neue Pokémon sieht sehr interessant aus. Oh nein, du willst nicht die Grippe da rauswerfen. Also, wir haben wieder ein neues Team zusammengestellt, Leute. Yep. Und ja, die Grippe, die geht auf Alex Cotto. Ich dulde sie nur. Der hat ein gutes Moveset. Ich meine, Triplette und oh ja. Triplette habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört. Interessante Attacke. Boah. Aber die Tischlampe, die schafft das schon. Dieser Name, ich finde das so geil. Tischlampe. Mosquil. Ja, das hätten wir auch wahrscheinlich gehabt, aber das ist jetzt auf der Bank. Übrigens, die Grippe hat Aurora-Strahl gelernt. Mhm. Oh Gott. Wie kann man nur so einen Eisbären, der so hässlich aussieht, so ein Pokémon macht? Boah. Ach, und ich hab wieder was anderes gelesen als Gonodai. Ich fand. Nein. Das Thema hatten wir auch schon gehabt. Mir fällt ein, bei Gonodai fällt mir automatisch Koridai ein. Mir ist nicht klar, warum ich diese Referenz nicht schon längst gebracht habe. Aber es ist so. Das ist Koridai. Von diesen CDI Zelda Games. Diese eine Insel. Link, you are hero of Koridai. Du weißt doch. Dieser Squadalar-Typ Quonam. Der warnt doch, da gleich am Anfang dann in der Szene dann so Gen and his minions have sieged the island of Koridai. Ja, ja. Das war untoll. Ja, das war unlaut. Definitiv. So werde ich nie seine Aufmerksamkeit erregen. Oha. Nein. Student. Unbefugt haben wir nichts verloren. Gut, da ich nichts verloren habe, bin ich auch nicht unbefugt. Du bist wohl ein ganz witziger Wie. Ich zeige dir, was ich normalerweise mit Typen wie dir mache. Oha, Kampfansage. Oh, Panzer-Aeron. Wow, yeah. Ja, die Typen haben Geschmack, die haben Geschmack. Was sagst du? Ich krieg Probleme. Mhm. Oh ja, mir fällt's gerade auch auf. Das vorige Team war besser. Na, siehst du in Situationen wie diesen Panzer? Das tröste den Shitstorm nicht, aber. Four Packs. Hat er gerade wirklich getauscht? Während des Kampfs? Ach ja. Und das ist die Entwicklung von For Real. Mhm. Ach ja, genau. Ja, dieses hässliche Pokémon-Design. Okay, Panzeron, ich kann darauf hoffen, dass ich es mit einem Body Slam paralysiere. Das ist schon eine härtere Nuss, aber. Boah, ja. Nee, Charm! Mach mal einen Angriff gegen Null. Oh, du hast dich verliebt. Das ist wunderbar. Mhm. Und du bist immer noch verliebt. Vogelschlag daneben und jetzt hast du einen Angriff von fast null. So. Dann schauen wir doch mal. Paralysiert das jetzt auch noch. So, dann habe ich jetzt alle Zeit der Welt zu heilen. Ich heile jetzt mal mein Team. Mir fällt gerade auf, Tischlampe könnte sehr gut sein. Hm. Also auch so ungern ich sag, aber. Zumindestens Elektro ist ja effektiv. Ja, ja, klar. Nur effektiv. Weil die Diskussion hatten wir letztens schon mal gehabt. Daran erinnere ich mich noch. Aphrodite, komm zurück. Los, Tischlampe. Los, Tischlampe. Tischlampe. So, jetzt macht nämlich keinen Damage mehr. Sehr schön. Ja, es ist mies, aber in diesem Fall sind wir gegen Panzer-Aeron. Ja.
Hypertrank, ja, meinetwegen Hypertrank. Lame. Ein Pokémon, was eh nichts mehr bringt. Ja. Ja gut, irgendwas muss er ja machen. Ich meine, er kann ja schlecht sagen, okay. Er hat noch ein Pokémon. Ich hätte jetzt noch einen Hypertrank, mein Pokémon trotzdem verreckt. Perfidius ist ein Eis-Pokémon, da bringt Kampf viel. Ah, okay. Ja genau, ach, dieses Igelava-Misch-Dingens. Mhm. Das sieht wirklich aus wie ein Igelava, nur auf Eis. Jetzt habe ich was verloren. Ah, dein Hypertrank. Ich mag's ja verloren haben, wegbewegen werde ich mich aber trotzdem nicht. Wiedersehen. Arsch. Egal, ich kann ja noch heilen. Dann so, heilen wir mal mein Team wieder. Ja, das ist unser Team für diesen Part, was mies reinzacken wird. Ja, ja, das habe ich glaube schon erwähnt. Ja, und was heißt das im Klartext? Müssen wir außen rumgehen? Jo, das heißt im Klartext, dass wir so direkt ein Problem haben. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, dachte ich mir gerade auch. Hey du, kannst hier nicht ohne Uniform rumrennen. Das ist gegen die Vorschrift. Wobei, dein Visage ist mir noch nie aufgefallen. Ich hab's, du gehörst gar nicht zu uns. Aha. Schon gemerkt. In diesem Fall ist es Vorschrift, dich aufzuhalten. Sehr schön erkannt, Mark. Oh Mann. Ja, Team Terra ist genauso. Also da ist was schiefgelaufen, der Typ ist nämlich über der Brücke, unter der Brücke gewesen, nicht auf der Brücke. Das ist der krummlige Troll. Der lebt unter der Brücke. Also Geist Psycho ist. Ist sein. Du musst deine Brezel essen. Und dann kommst du weiter. Was? Meine Brezel. Krummlige Brückentroll, ja. Oh. Der Poki, den der liebe Ziegelstein ja so gerne mag, hat's gerissen. Sehr schön. Oh, No Legend hat's auch ein Level wieder. Guck mal hier. Das würde ich jetzt freuen. Oh ja, mach es weg. Sofort. Boah, das ist so hässlich. Wie kann man nur so ein Pokémon-Design machen? Nintendo, was hast du dir dabei gedacht? Ausdauernd ist das 4. Boah, nein! Macht das noch ein Hypertrank drauf? Der Abtraum muss weg. Ich habe schon gewundert, warum das so viel aushält. Da war ja noch der Reflektor aktiv. Ja. Boah. Schneckenmark. Ja, Schneckenmark ist wiederum tolles Pokémon-Design. Das ist der Unterschied, finde ich auch einfach. Ich finde, die alten Pokémon haben wesentlich mehr Charme. Da hat gerade eine Tasse im Hintergrund geklärt. Ich trinke ja immer was. Ja, Makago sieht auch ganz gut aus, die Weiterentwicklung. Und es greift eventuell nicht an. Schnecke mit, einmal eine normale Schnecke und einmal eine Nacktschnecke. Definitiv. Tja, ja. Ja, es könnte vielleicht heute der letzte Part sein. Ich weiß ja nicht. Ich vertraue dir jetzt einfach mal, weil es hat sich ja schon angedeutet. Ja, aber der wird ja wahrscheinlich seit dem letzten Mal was gemacht haben. Das letzte ging noch ein bisschen weiter. Okay. Laut Vorschrift sollte ich gewinnen, aber ja. Laut Vorschrift. Mist, laut Vorschrift werde ich jetzt bestimmt degradiert, wenn das rauskommt. Du bist auf der falschen Seite der Brücke. Er ist halt unter der Brücke und er ist traurig, weil du seine Brezel nicht gegessen hast. Das ist irgendwie ein schlechter Anmachspruch. Ist eine Brezel. Magst du Brezel? Was? Ach, das ist auch so ein Dora-Poop, weil da kam es ja mit dem krummligen Troll vor. Wisst ihr, was Brüste sind? Da kam halt solche Sachen. Muss ja auch noch okay, zeigen. Okay, reden wir mit euch beiden hier. Wir, Team Terra, werden die Welt erobern. Okay, das ist ein ganz klassischer Idealist. Ja. Boah, und ich merke, kannst du das nicht so, oh, Alter, irgendwie geht's mir richtig komisch. Mein Magen tut mir weh, bis ich hier total zusammengesackt hänge. Ich sollte mich vielleicht mal gerade hinsetzen. Ja, ich lieg hier ganz relaxed auf meinem Stuhl, Beine hochgelegt auf dem Sofa. Schon die ganze Zeit, ja, das ist eigentlich gemütlich. Normalerweise reichen meine Beine nur bis zur Wand, die da hängen. Ja gut, du musst ja zocken, ich muss ja nur co-kommentieren. Ja, das ist natürlich. Das ist das Angenehme an der Sache. Du musst einfach nur zugucken. Ich glaube, ich werd irgendwann auch mal wieder Pokémon-Hack angehen.
dann halt auch on camera. Ich weiß nicht, wie weit kennst du dich eigentlich mit Brawl aus? Und ansonsten könntest du auch mal Justin fragen, ob du auch mal eine Gruppe kommentieren darfst. Weil wir suchen ein paar Kommentatoren noch. Okay. Ich hab ja mit Michael Gruppe A kommentiert. Ja gut, also ich habe schon mehrere Brawl-Matches auch gespielt. Melee habe ich ja auch in meiner Kindheit jede Menge gesucht. Ja, und ich würde sagen, wie Pat halt heute kriegst... Ich kenne mich halt nur nicht ein bisschen... Ja, guck mal, sowas wie Pat kriegst du wahrscheinlich auch noch hin. Der hat ja auch noch... Er fliegt, gesagt. Ja, das krieg ich so oder so. Keine Sorge. Ja, könnte ich mal machen. Kannst du mal anschreiben, nachfragen. Oh yeah. Weil ich weiß nicht, kennst du Mick? Warte mal, M-I-G? Ja, der... Hat eben ja doch, habe ich gerade eben gelesen. Der hat ja auch kampflos gewonnen. Also der ist ja einer, der durch mich auf den. Durch die ganzen. In die ganzen Brawl-Turniers reinkommt. Ich meine zu ihm so, tut mir leid, ne, aber diesmal wird es leider nichts mit dem Gewinnen. Beim letzten Mal meinte ich auch zu ihm so, ja, Justins Turnier, wir sehen es dann im Finale und so, ne? Mhm. Er meinte, meinst du, diesmal wird es wahrscheinlich nichts, weil ich eigentlich dachte, dass ich gegen den Briten verlieren würde. Ja. Boah. Immer diese Hypertrank-Nutzer. Immer diese Counter-Battles. Wir haben jetzt schon wieder hier Luxio gegen... Luxio. Und da kann ich als Lateinkenner wiederum auftrumpfen, weil das weiß der Ziegelstein. Garantiert nicht. Nee, okay, das ist simpel. Aber die lateinische Referenz in den Namen. Lux ist Licht. Mach die Krippe weg. Ja. Was? Lux ist Licht. Ja, Lux ist Licht. Ja, genau. Ich habe dich schon gerade undeutlich verstanden. Deswegen ist Lux like Link, Licht wie Link. Genau. Nein, ich glaube, das war ein anderes Lux. So, die Gruppe hat sich selber weggemacht. Jo. Uff. Das ist bisher unsere schwächste Gruppe, glaube ich, oder? Das ist die mit den meisten Problemen. Oh ja. Das ist wirklich die... Die Horrorgruppe. Ja, die haben wir nicht gut zusammengestellt. Wir wollten ja unbedingt jedes Pokémon mal hier kämpfen lassen. Egal, wir haben uns das ausgesucht und deswegen werden wir es jetzt durchziehen. Ja. So, jetzt wird hier No. Bis zum bitteren No Ende. Legend den One-Man Army machen. Passend. Entweder ist er No Legend oder I Am Legend. Er ist I Am Legend. Top, ich fängt immer an, mich zu lieben. Er ist Will Smith. Hoffentlich fängt immer an, mich zu lieben, dann entwickelt er sich nämlich. Oh yeah. In diesem Fall. Sache, Lucario. Ha, da haben wir auch wieder unseren Lux. Ja, genau. Hast du gut erkannt, Team Terra-Typ? Mal ehrlich, wo hast du den Blödsinn denn aufgegabelt? Welchen? Den mit der Weltherrschaft. Wollten wir die denn nicht? Weißt du, es wäre sinnvoll, sich vor dem Beitritt über die Ziele einer Organisation zu... Und das mache ich nämlich immer. Ach so. Komm mal mit, ich erkläre dir... Ich erkläre es dir nochmal von vorne, ich habe mich versprochen. Entschuldige uns bitte. Wie sich hier keiner nämlich heilen kann. Ja. Mal wieder so eine random Schwester Joy, die da im Wald irgendwie auftaucht. Ja, sowas. Du hast aber ein Fluchtseil. Oh yeah. Ich hab dir geholfen. Co-Kommentator hat nützliche Aufgabe. Wie? Ja. Ich hab das Fluchtseil eingesetzt, als du es gerade gesagt hattest, dass ich Fluchtseil habe. Also, dieses wegen der Bildschirm ist wahrscheinlich ein bisschen später angekommen. Ja, genau. Ah, oh Mann. Ich hab mich jetzt so clever und nützlich gefühlt und im Endeffekt war es gar nicht. Nein. Tja, wie machen wir jetzt? Zahlen wir jetzt die Kohle fürs Heilen? Oder wechseln wir direkt das ganze Team aus und sagen, das Team ist Kogge? Ich würde sagen, wir wechseln. Macht ja keinen Sinn. Okay, wir wechseln direkt das ganze Team. Oder nur das halbe? Ich weiß es nicht. Ganz halb irgendwie. Ja, hier sind noch vier. Zum Beispiel so ein Mojito kommt für die Grippe rein. Ja. So ein Kruppstahl kommt... Braucht auch keine Grippe.
Zum Kruppstall kommt rein für Aphrodite. Ja. King N kommt rein King für gut, ja. Porky. Ja, Serlo. Nicht Serlo, Nero. Nicht mehr Spinjumpen. Oh, ich und Mrs. Nicht Ugly kommt für Emotionless. Mhm. Dann muss ich allerdings nochmal No Legend raushauen. Weil der sonst tot ist. Okay. Ja, genau. Ja, ich glaube, das geht dann so. Dann haben wir jedes Pokémon einmal verwendet. Jo, das stimmt. Mojito haben wir jetzt zwar doppelt verwendet, aber das macht nichts. Ich mag Mojito. Stimmt doch gar nicht. Stimmt, haben wir nicht? Okay. Mojito war... Ach, stimmt. Mojito ja, ich hab ja Lavita anstelle von Mojito genommen. Ja, Blinder. Blinder, genau. Lavita ist aber auch ein geiles Pokémon. Ich verwende meinen Superschutz. Schauen wir doch mal. Kommen direkt hier ganz gut durch. Bis auf... Ja, okay. Ja. Yeah. Ne? Imperon. Oh, der Anruf ist abgekackt. Dollars auftauchte. Okay. Du bist wieder da. Jo, perfekt. Ach, die Außerirdischen konnten mich auch diesmal nicht entführen, Leute. Schade. Ey! Sollte ihm mehr Geld zahlen. Ach, egal. Das haben wir jetzt alle nicht gehört. Ich gleite wieder mal episch über die Brücke. Ja. Oh, Shadrago. Existiert das wirklich? Das existiert wirklich. Es ist ein Pokémon aus Schwarz und Weiß. Ich werde es mit. Ja. So, dafür sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich werde es mit Stealth fangen. Warum? Weil ich keinen Bock habe, dass mein Team wieder angekackt ist. Ich bin Level 26. Das sieht geil aus, ja. Ich muss zugeben. Und? Das ist aber schon wieder weiblich. Hm. Geil. Weiß nicht mehr schon, was passt. Warte. Nein. Passt nicht. Ich wollte es Drachenrachen nennen. Das sind diese Hustenbonbons. Die hätte ich jetzt kleines Kind. Ja, die kenne ich noch. Die kenne ich noch, ja. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ja, die gibt es, glaube ich, noch in der Apotheke. Gab's die mal. Oh yeah. Ich nenne es Rotkehlchen. Oder so, ja. Rotkehlchen. Weil es so einen roten Kopf hat. Ja. Schau mal, was hier hinten ist. Warte mal, aber die Weiterentwicklung könnte ich kennen. Es gibt keine Weiterentwicklung. Falls es eine hat. Nein, hat keine. Ist das nicht die mit, die, ist das nicht die mit dem schwarzen Kopf oder? Okay. Ah, okay. Was du meinst, ist die mit den ja, drei genau, Köpfen das wahrscheinlich. Meine ich, was etwas bekannter ist. Lass mich raten, das bin ich wieder, oder? Ja. Das gibt's nicht. Treffe ich schon wieder auf dich? Wer? Ach, dieser trottelige Kind. Eigentlich sollte mich das nicht wundern. Schließlich seid ihr hier auf gemeinsamer Mission. Wobei, warum trägst du keine Uniform? Bist du vielleicht der Boss? Natürlich, ich habe zwar überhaupt keine Ahnung über die Ziele von Team Terra, aber ja, ich bin der Boss. Ha, ich wusste es. Wow, wer hätte gedacht, dass du noch so jung bist. Bei, vielleicht siehst du auch nur so aus. Wir hatten schon einen, der war 27 und sah aus wie Mitte 40. Verlass dich drauf. Ich werde deiner Organisation das Handwerk legen. Keine Ahnung, was ich da gesagt habe. Und deine Pläne vereiteln. Das schwöre ich bei meiner Ehre als Agent. Und jetzt mach Platz. Der glaubt einem auch alles aufs Wort. Dem Typen ist nicht mehr zu helfen. Nein, ich bin einfach nur der intelligente Agent. Ich hab's durchschaut. Dann geh ich da jetzt mal nicht rein, dann geh ich hier lieber mal rein. Schutz wirkt nicht mehr. Lass mich raten, du heilst mich, ne? Mich haben sie jetzt... Ja, ich hab sie. Ich hab sie hier zurückgelassen. Keiner mag mich. Tschüss. Sie sagt gar nichts. Okay. Ich dachte, sie würde mich heilen. Leid. Dann gucken wir mal, was hier drin abgeht. Das sehen wir im nächsten Part, Leute. Das könnte eigentlich der letzte sein, ich weiß es nicht. Bis dahin und ciao. Bis dann.